das ständige Werken, das ständige unter Druck stellen, das ständige immer funktionieren und niemals sagen können, so, jetzt haben wir was geschafft. Und ich habe bloß gesehen, was nicht geschafft worden ist. Ich habe nicht mehr gesehen, was wir schon geschafft haben. Weil die Krankheit mir gesagt hat, du darfst dich nicht hinsetzen und zufrieden sein, weil du bist nichts wert. Es gibt nichts Glückliches, es gibt nichts Schönes in meinem Leben, sondern es gibt bloß nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es gibt bloß nur Grau, Grau, Grau. Ich treffe heute den Helmut. Er ist Landwirt mit Leib und Seele. Und er hat eine Depression gehabt. Jetzt mal persönlich, ich bin die Steffi. Ich bin der Helmut, servus. Telefoniert haben wir schon echt miteinander. Danke, dass wir heute da sein dürfen. Ja. Jetzt da die Song, schauen wir erst einmal uns ein bisschen um auf deinem Hof, oder? Ja, lernen wir die so ein bisschen kennen. Helmut und seine Familie haben einen Milchviehbetrieb in Mitterteich in der Oberpfalz. Servus, grüß euch. Das ist jetzt der Benedikt, der linke ist mein großer Sohn und der andere ist der Jakob. Das ist mein Patenkind. Wir haben einen Hof geschmissen, solange ich nicht da war. Ja? Ja, der ist total verlässlich. Mein Wahnsinn. Und sind auch fleißige Baum und kannst auch was machen. Ja. Bin ich das jetzt 14, der Jakob ist 16. Ja. Ich bin froh, dass sie da waren, ja, dass sie es gemacht haben. Ich bin auch froh, dass sie nicht allzu viel Schaden gerichtet haben, weil ich nicht da war. Also. Heute kann er drüber lachen. Vor ein paar Monaten war er am Tiefpunkt. Also wir haben 100 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Mhm. Da sind noch 3 Hektar Wald dabei. Mhm. Das sind aber nicht so bedeutend. Tiere haben wir, das schwankt immer ein bisschen so, von der Milchkühe zwischen 90 und 100. Mhm. Und mit der Nachzucht sind wir so bei 250 Tieren insgesamt. Ja, aber das heißt schon recht groß. Wir sind auf jeden Fall für den Familienbetrieb ausgelassen. Ja. Das ist meiner Meinung nach die oberste Grenze. Ihr habt es ja auch erweitert und da habt ihr viel selber gemacht, gell? Also auch wieder, ja. Das Bauen am Hof, das hat dich nie loslassen. Du warst immer am Werkeln. Wir haben im Jahr mindestens 2 Baustellen gehabt. Mindestens. Ist das auch was die am Ende krank gemacht hat? Dieses ständige nur Werkeln? Ja. Das ständige Werken, das ständige unter Druck stellen, das ständige immer funktionieren und niemals sagen können, so, jetzt haben wir was geschafft. Und ich habe bloß gesehen, was nicht geschafft worden ist. Ich habe nicht mehr gesehen, was wir schon geschafft haben. Dann würde ich sagen, setzen wir uns hin und reden wir über alles. Können wir. Depression, Burnout. Für Helmut ist das endlose Hamsterrad irgendwann einfach zu viel geworden. Die ersten Symptome habe ich jetzt im Nachhinein, merkliche Symptome, vor 6, 7 Jahren gekriegt. Zum Beispiel, dass ich nicht mehr schwindelfrei war vorhin auf dem Mann. Ich war immer schwindelfrei. Ich habe immer klettern können, bin auf Gerüste, aufs Dach, das hat mir nichts ausgemacht. Dann habe ich vorhin auf dem Mann keine Musik mehr hören können. Ich habe mich gefürcht, geschämt in der Öffentlichkeit. Ich habe nicht mehr reden können, ich habe stottern angefangen. Und das waren so die ersten Anzeichen. Was war der Moment, wo du gesagt hast, so, Zusammenbruch, bumm, jetzt ist Ende? Letztes Jahr im September ungefähr ist der Schwiegervater kurzzeitig mal ausgefallen gewesen. Hat eine Operation gehabt. Das war halt dann nur ein Tüpfelchen am I oder der Tropfen, was Fassel zum Irrlaufen bringt. Auf einmal bin ich gefühlt alleine gestanden. Ich war mitten im Silieren. Ich habe nicht mehr gewusst, wen soll ich anrufen, wann soll ich silieren. Es sind sehr Leute um mich herum gestanden und gesagt, sag was, wir helfen dir. Und ich bin da gestanden und wollte sagen, macht was du willst, ich kann nicht mehr. Aber ich habe es nicht rausgebracht. Und wie hat sich dieses Ich kann nicht mehr dann geäußert? Was ist dann passiert? Was passiert ist, ich bin ausgeflippt, ich bin durchdreht. Ich hab 2 Monate lang nicht mehr geschlafen. Von September, Oktober. Jeden Tag habe ich 15, 16 Stunden gearbeitet, weil ich ausgelaufen bin, weil ich nichts mehr zusammengebracht habe. Bin bloß mit dem Kreis gerannt, bin tot mit ins Bett gefallen. Irgendwann zur Ruhe gekommen und dann, puff, nach einer Stunde habe ich die Augen wieder aufgemacht und bin aufgesprungen und war so unruhig. Ich habe Angstattacken gehabt, ich habe Schreiattacken gehabt. Ich war auch körperlich fertig. Mir hat dann alles weh. Ich habe gemeint, jetzt gelenkt er mir, alles ist gebrochen. Ich habe nichts mehr anfangen können. Ich sage, ich war Haut und Knochen. Ich hab 10 Kilo abgenommen gehabt. Du warst ja wirklich am Limit. Du sagst, du hast nicht mehr geschlafen, du hast gewohnt, du hast blärt. Wie war das für deine Familie? Katastrophen. Die Hölle. Das war die Hölle. Also, ich war ja vorhin einmal ein Fremder für dich. Ich hab. Meine Kinder haben mal zu Mama, also zu der Michaela gesagt: Mama, wir wollen zu Weihnachten nichts anderes, aber der Papa sollte gesund werden. Das war schlimm. Also das war für mich das Schlimmste, weil ich habe das auch bemerkt, aber ich habe nichts machen können. Weil ich war ja Stein, ich war. Es brennt einfach. Hat er das selber Angst gemacht? Ja. Das hat mir Angst gemacht, weil ich habe gewusst, mit mir stimmt was nicht. Aber ich habe ja nicht genau gewusst, was stimmt nicht und was ist jetzt anders. Und das hat mir Angst gemacht. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich das jetzt nicht mehr schaffe da draußen, ich habe eine Frau,
Ich habe zwei Bomben, die sind da. Ich habe alles auf die Karten gesetzt. Ich habe da alles reingewendet und kann das nicht mehr machen. Ich habe mir gedacht, was soll ich denn machen? Der Hof ist da. Und ich kann nicht mehr. Was sagen denn die Leute? Du warst sozusagen in deinem Karussell drin, du bist Zusammenbrocher, du hast nicht mehr können. Mhm. Und dann hast du, glaube ich, Hilfe gekriegt, hast mir schon mal verzeiht am Telefon vom Bauernverband. Ja. Meine Schwester ist dann gekommen und hat mich gesehen, weil ich am Küchentisch zusammengebrochen bin. Und der hat gesagt, so, jetzt ist Schluss. Sie hat sich mal informiert, sie läuft am Bauernverband in den Tisch, auf der Geschäftsstelle über. Und der Geschäftsstellenleiter dort, der hat sofort gewusst, was zu machen ist. Der hat eben bei der SVLFG übergriffen. Und der hat sich dann bei mir gemeldet. Und hat ihm gesagt, also es gibt die Möglichkeit und sie wissen, was los ist. Und ich mau asse. Die haben das sofort gesagt, ich mau vom Betrieb weg, ich brauche Auszeit. Und die haben das dann alles in die Wege geleitet. Du hast von dir heraus gar nicht die Freiheit gehabt, zu sagen, ich glaube, ich brauche Hilfe, ich bin krank, ich muss jetzt gehen. Sondern das ist wirklich dann auch von außen gekommen. Es ist von außen gekommen. Genau. Weil ich mir nicht die Hilfe gesucht hätte. Aus dem Grund, weil ich mich damals noch geschämt habe dafür. Weil ich gewusst habe, wenn ich gehe und nicht da bin, dann mal Betriebshof hergekommen, dann sehen die anderen auch, da stimmt irgendwas nicht. Dann fragen die, wo ist denn der Helmut? Und dann meinte ich sagen, der Helmut ist in der psychosomatischen Klinik. Ja, in der Landwirtschaft ist es ja gleich noch schlimmer. Da bist du gleich ein wenig Schwächling, wenn du nicht Stärke zeigst die ganze Tag. Dann musst du ja beweisen über Leistung, über was weiß denn ich, dass du was bringst. Und da ist keine Zeit mehr für Emotionen oder dass du mal einen Blödsinn machst. Was hat in diesen Wochen, in denen du auf Therapie warst, für dich dann die Heilung oder den Wendepunkt gebracht, dass es dir besser geht? Ich habe in Donaustauf dann das Glück gehabt, einen Patienten kennenzulernen. Mein Kumpel ist auch ein Landwirt, der ist jeden Tag zu mir gekommen, hat geklopft an die Tür und gesagt, okay, gehen wir eine Runde. Und wenn der gesagt hat, wir gehen eine Runde, habe ich gemeint, ja, 20 Minuten. Und wir sind 3 Stunden gegangen. Ich bin dann abends immer bei einem Pinguin vom Bett zum Bad gegangen, weil ich nicht anders gehen konnte. War so fertig und am nächsten Tag klopft er wieder, sagt er, gehen wir wieder. Und ich denke mir, lass mir doch mal in Ruhe. Und der ist jeden Tag gekommen. Wir sind Samstag, Sonntag sind wir 2-mal gegangen. Und wir sind in den 7 Wochen sind wir 1000 Kilometer zu Fuß gegangen. Wahnsinn. Wir haben das dann aufgeschrieben oder recherchiert. Und ich habe aber jeden Schritt gebraucht. Weil es wichtig ist, Natur, Luft, Bewegung, Ablenkung. Und ich habe es dann auch irgendwann schon gemerkt, solange ich gegangen bin, war es besser. Der Faktor Zeit hat eine Rolle gespielt. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich an die richtige Therapeutin gekommen bin. Und dann hat die dich dazu gebracht, deine Probleme, die du hast und die deine Depression ausgelöst haben, zu erkennen. Im Grunde. Im Grunde, ja. Im Grunde hat mich die dazu gebracht, ganz zurückzuspringen am Anfang meines Lebens, meiner Kindheit. Außer zum Finden, was verantwortlich war, für welches Verhalten von mir. Und ich habe da erkennen, dass alle Konflikte entstanden sind in meinem Leben, die ich gehabt habe. Das sind bloß entstanden, weil ich mich verletzt gefühlt habe. Also du hast dich verletzt gefühlt, nicht wertgeschätzt. Was waren da die Gründe in deiner Kindheit? Kannst du die benennen halt? Ja, zum einen Teil Prägung, zum anderen Teil habe ich mal mitgekriegt, weil eine Tante zu mir gesagt hat, ich kriege kein Geburtstagsgeschenk, weil ich nicht ausschaue, weil die Stammfamilie vom Äußeren. Die Schwester kriegt es, ich krieg's nicht. Und also so eine Zurückweisung? Eine Zurückweisung. Und ich hab, da war schon das erste Mal, also das Geschenk, da war ich nicht neidisch drauf, aber der hat das vor versammelter Mannschaft gesagt. Und ich habe mir gedacht, ja, wer bin ich denn? Ich bin als Helmut nichts wert. Die Wertschätzung sozusagen wolltest du erreichen, indem du sagst, ich habe das gearbeitet, das habe ich geschafft, das, schau mal, das habe ich gebaut, das ist von mir. Genau. Und solange ich das noch geschafft habe, nebenbei meine persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen, also Sport, Unterhaltung etc., war das auch gut. Hat ja auch funktioniert, hat ja passt. Aber ich habe dann den Teil der persönlichen Belohnung weggelassen und bin dann unzufrieden und frustriert worden. Und das ist eine Erkenntnis, die hast du dir dann in der Klinik mit der Therapeutin erarbeitet? Genau. Genau. Auf eine halbe Stunde Gespräch. Und das war für mich der Wendepunkt. Und das ist für mich steinbereit aufgegangen. Ich definiere mich nicht mehr über das, was ich schaffe, was ich nicht schaffe. Ich mache das, was ich mache, gern, ich mache es leidenschaftlich. Aber ich weiß auch, wenn es mir morgen nicht mehr gefällt, dann mache ich es einfach nicht mehr. Und bin trotzdem noch was wert. Das klingt, als hättest du durch die Therapie eine große Freiheit gewonnen. Total. Ich denke halt jetzt so, dass der Betrieb mal für die Familie da sein, nicht umgekehrt. Vorher war die Familie für den Betrieb da. Und wie war dann der Moment der Heimkehr? Für meine Familie, mal ganz ehrlich sagen, war es zum ersten, zum einen war es eine Erlösung, dass ich angekommen bin. Zum anderen war ich aber jetzt wieder ein Fremder. Die haben auch nicht damit umgehen können. Und ich habe den mit meiner Euphorie, mit meiner Glückswelle überflutet. Ich bin heimgekommen bei Tsunami. Ich habe mir gedacht, ja, wir machen jetzt alles anders. Und
Ich glaube, meine Frau hat am Anfang stark gezweifelt an mir. Dass ich wieder rückfällig werde oder dann, dass sie mich verliert, weil ich jetzt so bin, wie ich bin. Und das hat lange, lange Zeit gedauert, bis ich ihr das vermitteln habe können, dass wirklich alles in Ordnung ist, dass ich mich da, wo ich jetzt bin, so wohlfühle wie nirgends anders und dass das meine Heimat ist. Das ist das Wichtigste. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit und für deinen Mut, über dieses schwere Thema, über deine Krankheit zu sprechen. Mir tut es gut. Ich hoffe, dass es manchen anderen gut tut. Deswegen mache ich es. Bestes Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen. Moment einmal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal in die ARD-Mediathek rein. Da gibt's noch mehr Videos und komplette Sendungen von unser Land. Und natürlich noch viel, viel mehr.